Tag für mich. Ein YouTube-Kollege ist von mir verstorben. Der Martin Habacher von Habacher TV. Und hier ist mein erster Nachruf. Er hat mir immer viele Tipps gegeben, damit mein YouTube-Kanal noch größer wird. Und wir hatten noch viele Projekte zusammen. Und er hat mich immer unterstützt. Und war genauso witzig und spritzig wie ich. Hat sogar für mich Werbung gemacht. Bei seinem Adventskalender. Und jetzt will ich ihm was zurückgeben. Egal, wo du das gerade hörst, wo du gerade bist, Martin. Du hast mich sehr bewegt. Du warst der witzigste Mensch, den ich kenne. Und hast immer das Leben so genommen, wie es war. Ich hatte immer nicht Zeit, deinen Kanal zu verfolgen. Aber du hattest immer neue Ideen. Zum Beispiel wie die Montagswitze. Die fand ich am geilsten. Und das finde ich sehr schade, dass keine Montagwitze mehr von dir kommen. Aber ich probiere, das für dich weiterzuführen. Du bist immer ein Bestandteil meiner YouTube-Karriere sein. Deshalb mag ich dir eine kleine Geschichte vom Rentier erzählen. Ja, das Rentier wohnt oben im Himmel und musste immer für die Leute da sein, die traurig waren, und hat sie dann immer ins Gesicht gelegt. Und dann hast du gesagt, belästige mich nicht, ich arbeite. Ich mach für unten auf die Erde ein Video für ein YouTube-Kollegen. Also, leg mich nicht ab. Oder bist du pervers? ja, ich hoffe, das Rentier wird dir weiterhin im Himmel gute Dienste leisten. Und ich werde dich natürlich unten auf der Erde total vermissen. Wir wollten uns endlich mal persönlich kennenlernen in Wien. Vielleicht schaffe ich das irgendwann mit Normalo TV nach Wien zu reisen. Das wäre doch was. Eine YouTube-Reise wie auf einem Klassenbad. Da wärst du bestimmt am Start, oder? Ja. Okay, meine lieben Leute, ich hab euch lieb. Und passt auf euch auf. Das Leben kann immer vorbei sein. Und vergesst eure Träume nicht. Und wie Marbach immer so schön sagt, gebt nie auf.